Es ist ein Schock für die Familie und für alle Fans von Schwiegertochter gesucht. Irene Fischer ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das berichtet die Passauer Neue Presse. 8 Jahre lang suchte sie für ihre Tochter und Kultkandidatin Beate verzweifelt nach einem Mann fürs Leben. Um Beates Traummann zu finden, tourten sie gemeinsam bis nach Asien, ohne Erfolg. Auf ihren Reisen wich Mutter Irene nie von Beates Seite, beurteilte fachfraulich alle Kandidaten und sortierte dabei so einige knallhart aus, zur Freude des Publikums. Zuletzt machte sie Furore, weil sie die Brautwerber stets zur Kasse bat.